Genau über dieses Thema haben wir auch mit dem Supermodel schlechthin Ashley Graham gequatscht und Ex-Topmodel-Kandidatin Sarina Novak. Wir haben die zwei getroffen und das gibt's jetzt. Das schauen wir uns jetzt an. Sie sind aktuell gefragter denn je, Plus-Size-Models. Und das wohl bekannteste begrüßt uns mit einem strahlenden Lächeln zum Zoom-Call. Ashley Graham. Hey Martin! Aktuell ist das Topmodel auf Promotour für einen Selbstbräunerhersteller und zeigt sich dafür auch mal ganz ungeniert und halbnackt im Badezimmer. It's a lot easier naked. So if you're at home and you're watching this, I hope that you're butt naked right now. Eitelkeit und Charme nicht bei Ashley. Ich denke, ein Teil meines Erfolgs besteht darin, dass ich einfach ich selbst bin und es mir nichts ausmacht, das zu zeigen, was die Gesellschaft so lange als Fehler bezeichnet hat. Ich betrachte meinen Body nicht als Fehler. Herrlich ehrlich. Wieso diese Einstellung Ashley zur Weltkarriere verholfen hat? Warum Ex-Germany's Next Topmodel-Kandidatin Sarina Novak aus Size Zero lieber mehr Kilo macht? Und weshalb gerade jetzt große Größen dick im Geschäft sind? Hier ist das Erfolgsgeheimnis Curvy. Diese Granate ist mit einem Jahreseinkommen von ca. 6 Millionen Dollar das erfolgreichste Plus-Size-Model ever. Ashley Graham. Mit unzähligen Covern, einer eigenen Wäschemarke und als Laufstegschönheit für Fashion-Brands wie Prabal Gurung, Tommy Hilfiger oder Dolce & Gabbana ist sie das Gesicht der Plus-Size-Mode-Bewegung. Als Teenie im Alter von 12 Jahren wird sie beim Shoppen in ihrer Heimatstadt Lincoln entdeckt. 5 Jahre später wird sie von der Modelagentur Ford Models unter Vertrag genommen. Schon damals das übergroße Thema, ihr Gewicht. Es gab Leute, die mich gefragt haben, ob ich Gewicht verlieren kann. Ich wäre schön, aber nicht schön genug. Ich wäre laut, aber nicht laut genug. Es gibt heute noch Dinge an mir, die immer noch nicht gut genug für bestimmte Leute sind. Davon lässt sich die Frau mit einem BMI von 25,1 jedoch nicht beirren. Stattdessen revolutioniert Ashley 2016 das gesamte Fashion-Biz. Mit Kleidergröße 44 tritt sie in die Fußstapfen von Heidi Klum, Tyra Banks und Co. und schafft es auf das Cover der Sports Illustrated. Ich liebe Sports Illustrated. Ich liebe jeden bei Sports Illustrated. Ich bin so dankbar, dass sie mir die Chance gegeben haben, sogar auf den Seiten des Magazins zu sein und dann das erste Plus-Size-Model auf dem Cover zu sein. Es war sehr revolutionär für meine Karriere. Sie ebnet den Weg für andere Größen in der Branche wie Kate Upton oder Candice Huffine. Das Erfolgsrezept, ihr Selbstbewusstsein. Und das hat Ashley nicht irgendwoher. Meine Mutter hat mir als Kind wirklich eingetrichtert, dass das Äußere nicht so wichtig ist wie das Innere. Wer man ist und wie man sich der Welt präsentiert. Ich hatte also etwas, das viele Models nicht hatten. Und das war es, zu ignorieren, was die Gesellschaft von mir erwartet. Ein gesundes Selbstvertrauen ist ausschlaggebend für eine Karriere nach Maß. Das kennt auch sie. Sarina Novak. 2009 nimmt die Blondine an der 4. Staffel Germany's Next Topmodel teil. Zu dieser Zeit noch ultra skinny, hängt sie mit ihrer süß tollpatschigen Art jedoch öfter mal in der Schwebe. Mit den Händen festhalten, nicht mit den Füßen. Soll ich mit den Füßen festhalten? Ich hab's verstanden. Nein, mit den Händen. Mit den Händen festhalten und die Füße loslassen. Ach so. Damals verpeilt, heute mit ihrer Sanduhrfigur schwer angesagt. Also wenn ich jetzt so zurückblicke an die Zeit, da war ich halt mega unsicher, war und schüchtern. Aber jetzt fühle ich mich wohl und auch die, ich glaube, meine Ausstrahlung hat es halt auch nochmal, dadurch habe ich diese ganzen Jobs gebucht, denke ich, weil ich halt einfach eine andere Ausstrahlung habe. Man merkt, dass ich mich wohlfühle und dass Kurven schön sind. Wie Ashley modelt auch Sarina für das Bademodenmagazin Sports Illustrated und shootet internationale Kampagnen für Guess oder Good American, dem Jeans-Label von keiner geringeren als Reality-Star Khloe Kardashian. Ein Jackpot für Sarina.
dadurch habe ich dann auch noch mal mehr Aufmerksamkeit bekommen, vor allem auch hier in